Ich habe das allererste Mal einen Milestone von 100.000 Aufrufen bei einem Video geschafft und das möchte ich ein bisschen feiern und zelebrieren und deswegen verrate ich euch heute, wie viel ich damit verdient habe. Tatsächlich war es das Covid-Video. Es ist irgendwie verrückt zu denken, dass über 100.000 Leute sich angeschaut haben, wie ich dieses Ding in die Nase geschoben bekommen habe. War jetzt nicht das aufwendigste Video, muss man dazu sagen. Ich hätte, glaube ich, lieber ein Video gehabt, das irgendwie cooler gewesen wäre, so für die 100.000, so, wo ich so stolzer drauf sein kann. Aber hey, es war halt eine Information und ja, Leute hat es halt interessiert, wie das so abläuft. Deswegen, yay, 100.000 Aufrufe für mein allererstes Video, das es geschafft hat. Ich freue mich richtig. Und ich möchte euch heute ja, sagen, wie viel ich damit verdient habe und wie viele Abonnenten ich damit gemacht habe und halt das alles drumherum. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Analytics einfach mal an. Also das Video hat jetzt gerade insgesamt 100.268 Aufrufe. Am Anfang ging das gerade so ein bisschen zu Steiner, so die ersten 2-3 Monate. Und dann ist es ein bisschen abgeflacht. Mittlerweile ist das Video auch schon fast 300 Tage online. Und es hat am Tag 281 die 100.000 Aufrufe geschafft. Wiedergabezeit, also wie lange das Video halt geguckt wird, ist 2.000 Stunden circa. Ja, ist ja auch ein sehr kurzes Video mit 1,42. Dann wird wahrscheinlich das Video länger. 80 Abonnenten hat es mir angebracht. Also 80 dachten, wow, cool, den abonniere ich mit dem Stäbchen in der Nase. Und an Geld eingebracht hat es mir tatsächlich 247,45 € in der Zeit. Also mehr als der Covid-Test gekostet hat. Ich glaube, der hat 60 € gekostet. Also richtig gut. aber ist es jetzt repräsentativ für alle Videos, die 100.000 Aufrufe haben auf komplett YouTube? Nein, definitiv nicht, weil das hängt natürlich auch von der Länge des Videos ab, von dem Thema des Videos und von der Häufigkeit der Anzeigen. Und wenn man jetzt da nochmal ein bisschen detaillierter drauf reingeht, bei Umsatz habe ich für das Video pro 1.000 Klicks 2,47 € erhalten. Macht eigentlich auch voll Sinn, weil das mal 100 für 100.000 macht auch die 247 €, also fast 250 €. In so fast 300 Tagen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gedacht habt, das ist mehr, das ist weniger. Videos, die auch gerade sehr, sehr gut geklickt sind, verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Würde mich auch freuen, wenn wir da den nächsten Milestone erreichen. Ja, die Werbung durchgucken unterstützt natürlich und natürlich auch die Videos zum Ende zu gucken. Liken, kommentieren und abonnieren. Ich würde mich freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, ciao.